Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Politik im Buntergrund in Feldkirch. Christoph Bitschi zu Gast. Klartext, politische Podiumsdiskussion für Schüler im Montforthaus. Und zum Schluss die Wetterprognose von Kachelmann. Die Wahlen schreiten mit großen Schritten auf uns zu. Im Club Buntergrund in Feldkirch wird eine neue politische Reihe im Kellergewölbe geboten. Wöchentlich werden die Spitzenkandidaten zur Rede gestellt. Ländle TV strahlt diese immer live aus. Hier einen Ausschnitt vom Gespräch mit Christoph Bitschi. Die Wahlgespräche zur bevorstehenden Landtagswahl im Buntergrund gehen dem Endspurt zu. Am Montagabend stellte sich Christoph Bitschi, Spitzenkandidat der FPÖ, den kritischen Fragen des Publikums und der Moderatoren. Wir sind da in dem Fall schon beim Furgott-Thema. Wann hat das letzte Mal Christoph Bitschi, also über den Durchgefährt in dem Fall im Silvester, wann war er denn das letzte Mal feiern, beziehungsweise was war Ihr bester Anmachspruch? Jetzt sind wir genau dort, wo ich mich will, heute Abend. Also das letzte Mal feiern waren wir vom Bundesparteitag, vorletzte Woche in Graz, aber sehr brav natürlich wie immer, der beste Anmachspruch. Das muss ich zugeben, bei der Anmachspruch bin ich unheimlich schüchtern gewesen. Also so wie ich politisch bin, auch recht schüchtern, bin ich auch bei den Anmachsprüchen immer gewesen. Schwer zu glauben, aber gut. Wir sind jetzt da in einer Lokalität, dem Feldkircher Buntergrund. Der Buntergrund hat, wo er gestartet hat, versucht, der Nichtraucher-Thematik vorzubeugen und hat das Ganze rauchfrei gestartet, was zum Resultat gehabt hat, dass diverse Anrainer Anzeigen eingebracht haben bezüglich Leuten, die vorne draußen gestanden sind. Das Thema Rauchergesetz ist sehr heißes, war auf bundespolitischer Ebene heiß diskutiert. Wir stehen jetzt dazu, zu dem Thema, gerade auch mit dem, dass es jetzt wieder kippt. Ja, wir haben das damals bei den Koalitionsverhandlungen mit Türkis-Blau sehr intensiv diskutiert. Uns war es immer unheimlich wichtig, dass wir gesehen haben, jeder Unternehmer, jeder Barbetreiber, jeder Gastronom soll selber entscheiden, was in seinem Lokal passiert. Die meisten investieren unheimlich viel Geld in so einen Betrieb, darum sollte auch selber entscheiden können, ob man Ruhe hat auf oder nicht. Das haben wir damals gut vereinbaren können mit den Türkisen. Es war dann schade, dass man es bei der ersten Möglichkeit leider wieder gekippt hat und kenne das selber, ich komme aus einer Tourismusregion, dort stellt dieses neue Rauchergesetz, das jetzt kommt, uns vor große Herausforderungen. Die Lärmproblematik ist da im Innenstadtbereich unheimlich intensiv, aber bei uns natürlich in den Talschaften, in den Ortskernen ist das ein unheimlich großes Thema und darum haben wir jetzt mal einen Kompromissvorschlag in die Runde geworfen, weil wir gesagt haben, wahrscheinlich werden wir nicht mehr großartig viel ändern können, weil ich glaube, die Türkisen werden das Rauchergesetz jetzt nicht noch einmal abändern wollen. Darum haben wir gesagt, eine Möglichkeit wäre ab 23 Uhr, dass dort die Barbetreiber das selber entscheiden können, um zumindest diese Problematik zu lösen, dass vor den Lokalen die ganzen Probleme nicht stattfinden, weil es führt dann leider oft dazu, dass Barbetreiber den Deckel draufhauen und sagen, ich lasse das Geschäft eigentlich und das darf nicht das Ziel sein. Jährlich finden sich über 1000 Schülerinnen und Schüler zusammen und zeigen Interesse an der Politik. Genau dies fördert auch Klartext. Es ist die größte und erfolgreichste Podiumsdiskussionsreihe in Österreich. Politische Partizipation, Mitreden, Mitgestalten. Das hat sich die Plattform Klartext auf die Fahnen geschrieben. Zur bevorstehenden Landtagswahl in Vorarlberg organisierte die Schülerunion Vorarlberg eine Podiumsdiskussion, bei der sich die Spitzenkandidaten den kritischen Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen. Also wenn man denkt, dass man die letzte Klartext-Podiumsdiskussion zur EU-Wahl vor 6 Monaten gerade organisiert hat und jetzt schon wieder 6 Monate intensive Vorbereitung drin stecken und jetzt nach 4,5 Stunden Diskussion alles super über die Bühne gegangen ist, das ist das Gefühl sehr erleichternd. Und man ist überglücklich über so eine Veranstaltung. Ich bin sogar ein bisschen positiv überrascht. Ich kann mich an meine erste Schülerdiskussion 2013 erinnern. Damals bin ich, glaube ich, mit 4,5% als FPÖ-Kandidat gestartet.
Damals haben wir schon gedacht, das wird ein ganz schwieriges Pflaster. Die Wahl danach hat zum Glück dann ein bisschen anders ausgeschaut, aber bin sehr positiv überrascht. Naja, aus meiner Sicht ist das Ergebnis interessant. Ich werde immer gefragt, ob wir eine schwarz-grüne Koalition fortsetzen. Wenn ich jetzt dem folgen würde, wäre es ja eine grün-schwarze Koalition. Das wird dir gefallen, gell? Aber ich bin nicht unzufrieden, aber es kann besser werden. Dass sich die Jugend von der Politik abwendet oder gar frustriert über sie ist, kann man immer wieder hören. Doch gelten diese Aussagen angesichts einer solch erfolgreichen Veranstaltung? Das verneine ich sehr gerne und immer wieder. Egal zu welcher Situation die Politik ist, die Jugendlichen sind alles andere als politikverdrossen. Das haben wir heute gezeigt. 1200 Schülerinnen und Schüler im Montforthaus haben mitdiskutiert. Und ich habe es vorher auf der Bühne schon mal kurz erwähnt. Unser Laptop hat wirklich geglüht. So viele Fragen haben wir hereinbekommen und leider konnten wir nicht alle beantworten. Aber die Politik ist, die Jugend ist alles andere als politikverdrossen. Sie wollen wirklich für ihre Zukunft mitbestimmen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch so vermittelt. Der Erfolg gibt der von der Schülerunion Vorarlberg ins Leben gerufenen Plattform Klartext recht. Absolut. Vielleicht kurz zu erwähnen, Klartext ist sogar über die Vorarlbergsgrenzen hinaus bekannt. Wir haben vor kurzem den Europastaatspreis in Wien verliehen bekommen. Und als die Sache zur Debatte stand, sollen wir nochmal eine Klartext-Bundesdiskussion nach den Ferien machen, waren wir uns noch ein bisschen unsicher. Dann kam auf einmal die Politik her und hat gefragt, ja, gibt es eh wieder was? Und wir so, ja okay, wenn die Politikerinnen und Politiker schon nachfragen, dann können wir nicht anders. Und was wäre eine Wahl ohne Klartext in Vorarlberg? Und wir werfen noch einen Blick auf die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Klimaspezialist Walter Bösch im laufenden Geschäftsjahr mit zweistelligem Wachstum. Millioneninvestition in Lustenauer Firmensitz. Die Suizidrate in Vorarlberg ist mit 9,5 im Jahr 2018 auf dem tiefsten Wert seit 50 Jahren. Insgesamt haben sich 37 Menschen im Vorjahr das Leben genommen. Wie aus dem Suizidbericht, der am Dienstag von Isabel Bitriol-Dietrich, Albert Ling und Reinhard Haller vorgestellt wurde, hervorgeht. Landesveterinär Norbert Gräber und sein Team sind nach dem TBC-Fall von Nützeders voll gefordert. Sie müssen 30 Kontaktbetriebe der infizierten Tiere des betroffenen Hofes untersuchen. Der Landesveterinär im Interview. Das war der Tag von heute. Gleich gibt es die Wetteraussichten für Sie. Danke für Ihr Interesse. Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Der Mittwoch startet vom Bodenseeraum übers untere Rheintal bis zum Bregenzer Wald mit dichten Wolken und zeitweiligem Regen, der sich vormittags auf die restlichen Regionen ausbreitet. Ab den Mittagsstunden stellt sich von der Schweiz her wechselhaftes Schauerwetter ein mit kurzen sonnigen Abschnitten. Nachmittags können vom Westen her auch einzelne Gewitterzellen durchziehen. Neben den Schauern sind vor allem überm Rheintal kurze sonnige Abschnitte zu erwarten. Im Bergland bleibt es dagegen oft wolkenverhangen. Abends geht es mit weiteren Schauern quer übers Land verteilt weiter. Die Temperaturen steigen nachmittags auf plus 12 Grad in Waadt am Arlberg und mit etwas Sonne sind in Bregenz bis zu plus 19 Grad zu erwarten. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag ist es überwiegend bedeckt und trüb. Es fällt immer wieder Regen und die Sonne zeigt sich kaum. Meist bleibt es den ganzen Tag bedeckt mit Höchstwerten von maximal plus 13 bis plus 17 Grad. Am Freitag setzt sich freundliches und meist trockenes Spätsommerwetter durch. Nur in den Bergen sind nachmittags einzelne Schauer möglich, mit bis zu plus 23 Grad im Rheintal. Am Samstag geht es aus heutiger Sicht mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter und es bleibt angenehm warm bei bis zu plus 22 Grad. We'll be right back.